So, wunderschönen guten Morgen. Ihr seht es wieder Tag, aber wenn die Sonne nicht scheint, ist gar nicht so schlimm mit Licht. Da geht's eigentlich. Sehr gut. Ja, ich habe gestern kein Video gemacht, nachdem Deutschland rausgeflogen ist. Ich hatte sogar dran gedacht, aber ich hatte keine Lust. Aber das lag jetzt eigentlich nicht so sehr daran, dass ich mega frustriert bin. Ich weiß gar nicht, ich habe echt gedacht, dass es mich viel mehr schockt, als es jetzt wirklich der Fall ist. Also, keine Ahnung, es war zwar ärgerlich, aber ich hatte ja schon nach dem ersten Spiel gegen Mexiko gesagt, dass ich eigentlich davon ausgehe, dass Deutschland jetzt in der Vorrunde rausfliegt. Es war mein starkes Gefühl und ja, Deutschland hat einfach nicht gut gespielt und zu Recht in der Vorrunde rausgeflogen. Klar, es gab auch viele andere Favoriten, sage ich mal, die nicht überzeugt haben und trotzdem noch irgendwie glücklich geschafft haben, weiterzukommen. Argentinien voran, die haben es, denke ich, auch nicht verdient, ins Achtelfinale zu kommen. Und sind wir mal ehrlich, wenn wir ein bisschen mehr Glück gehabt hätten in den Spielen, dann wären wir auch irgendwie weitergekommen ins Achtelfinale. Also wenn jetzt zum Beispiel Mexiko im ersten Spiel, wenn wir da nicht ins Alu geschossen hätten am Ende, sondern dann noch reingegangen wären, wir 1-1 gespielt hätten und dann eben Schweden und Südkorea gleich ausgegangen wären, dann hätten wir trotzdem gewonnen, wären wir trotzdem weitergekommen. Aber es spielt halt keine große Rolle, weil es war ja nicht wirklich verdient. Wir wären dann wahrscheinlich im Achtelfinale rausgeflogen oder wären da vielleicht dann glücklich weitergekommen und im Viertelfinale rausgeflogen. Klar, wenn man im Viertelfinale rausfliegt, ist was anderes als in der Vorrunde, aber worauf ich hinaus will, es wäre halt einfach kein wirklich geiles Spiel mehr geworden oder keine geile Mannschaft. Wie gesagt, vorher habe ich eigentlich gedacht, scheiße, wenn Deutschland rausfliegt, habe ich erstens keinen Bock mehr auf die WM, zweitens kotzt es mich mega an und drittens werde ich einfach total deprimiert sein und nichts davon ist der Fall. Also ich habe immer noch Bock auf die WM, ich freue mich auf die nächsten Spiele. Ich hoffe jetzt einfach, dass ein Außenseiter-Team Weltmeister wird, das ist immer am geilsten dann. Und bin jetzt wahrscheinlich in erster Linie erstmal für Kroatien. Belgien ist auch nicht schlecht und ich schätze momentan Belgien auch stärker als Kroatien ein. Aber das Ding ist halt einfach, ich will nicht, dass dieser Running Gag von wegen Belgien Außenseiter-Favorit, dass der kaputt geht. Weil wenn sie jetzt wirklich gewinnen, dann sind sie ja kein Außenseiter-Favorit mehr. Und dann funktioniert der Running Gag leider nicht mehr. Deswegen hoffe ich halt, dass Kroatien gewinnt. Von mir ist auch Kroatien-Belgien im Finale, falls das irgendwie möglich ist. Und dann Kroatien gewinnt, wobei wenn Belgien ins Finale kommt und da rausfliegt, dann, naja, sind sie auch kein richtiger Außenseiter-Favorit mehr, aber ihr wisst, worauf ich hinaus will. Also ich würde lieber, also ich bin erstmal generell für Kroatien, hätte ansonsten auch eigentlich nichts gegen Belgien, aber wie gesagt, der Außenseiter-Favoriten-Ding, das ist einfach der Grund, warum ich nicht will, dass Belgien gewinnt. Und ich hoffe einfach, dass es keine von diesen Mannschaften schafft, die so verkackt hatten in den Vorrunden, wie wir halt auch, ne? Also ich will halt kein Argentinien als Weltmeister sehen. Ich will kein Brasilien sehen. Ich will eigentlich auch kein Frankreich sehen. Was haben wir noch so? Das war es eigentlich schon fast mit den Favoriten. Ach ja, ich will kein Spanien sehen und ich will auch kein Portugal sehen. Also wie gesagt, einfach die ganzen großen Mannschaften, die möchte ich bitte nicht als Weltmeister sehen, weil die haben es erstens wieder mal nicht verdient und zweitens würde mich das einfach ärgern, weil es ist halt so. Und aus diesem Grunde, ja, also was soll ich noch sagen zu Deutschland? Verdient rausgeflogen. Einstellung hat nicht gestimmt. Oliver Kahn hat ja auch gesagt, dass das Problem halt einfach ist, der Kopf, ne? Also Frankreich, 98 Weltmeister, 2002 rausgeflogen in der Vorrunde, dann letztes Mal war es Italien in der Vorrunde rausgeflogen als Weltmeister, als Amtierender, davor war es Spanien in der Vorrunde rausgeflogen, also von den letzten 5 Weltmeistern sind einfach mal 4 in der Vorrunde rausgefallen. Das sieht man schon irgendwie, ne? Eine Linie, die sich da durchzieht, also das ist kein Zufall, sondern man muss ja einfach davon ausgehen, dass bei den Weltmeisterschaftsmannschaften es halt oft so ist, dass viele der Weltmeister dann noch in dem Team sind, 4 Jahre später, und das ist halt unbewusst. Wie gesagt, ich zitiere da gerne, was heißt zitiere, ich nehme da gerne die Worte von Oliver Kahn, der halt auch gesagt hat, er hat es ja selber erlebt, 1990 Weltmeister geworden, und dann hat er gesagt, dass sie 1994 eigentlich den besseren Kader gehabt haben, den deutlich besseren Kader gehabt haben, und aufgrund aber von fehlender Motivation, Kampfeswillen, Einstellung und halt das Mentale, dass sie halt einfach unterbewusst abgebaut haben oder satt waren, hat einfach dazu geführt, dass sie 94 eben nicht nochmal den Titel verteidigt haben, sondern einfach ja das Turnier verschenkt haben, du hast gesagt, sie haben das Turnier verschenkt aufgrund der Tatsache, dass einfach die Einstellung gefehlt hat und sie satt waren. Und es war halt nicht bewusst so, also die haben sich logischerweise nicht gedacht, oh fuck, wir sind Weltmeister, das war's, wir verlieren mal, sondern das ist halt einfach so ein unbewusstes Ding und das war diesmal auch das Problem, das hat man einfach ganz stark gemerkt. Was mich halt echt wundert ist, dass zur EM, die 2 Jahre davor war, dass es da halt alles noch ganz gut lief, wir haben gut gespielt, wir sind weit gekommen und
Da hat die Motivation nicht gefehlt, obwohl EM, ne, der kleinere Titel ist. Aber man hat halt, man ist halt nicht amtierender Europameister, aber trotzdem ist es halt schon krass, wie er da Kopf unterscheidet. Und dann kaum ist wieder WM, was der größere Titel ist, 2 Jahre später und plötzlich funktioniert nichts mehr. Also das ist halt schon, man hat einfach gesehen, die Einstellung hat gefehlt. Also ich würde da auch nicht unbedingt Joachim Löw den großen Vorteil, den großen, wie sagt man, Vorwurf machen, sondern das ist einfach die Einstellung der Spieler gewesen. Und ich bin mir relativ sicher, es wäre egal gewesen, was für ein Trainer da trainiert hätte. Vielleicht wäre es mit einem anderen Trainer ein Tick besser geworden, vielleicht wäre es auch schlechter gewesen, aber ich denke, große Unterschiede hätte es nicht gegeben und wir wären wahrscheinlich mit fast jedem Trainer davor und rausgeflogen. Von daher, trotzdem, obwohl ich ja Löw nicht den Vorwurf mache, bin ich der Meinung, er sollte zurücktreten. Also, ich denke einfach, dass es schwierig ist, mit einem Trainer weiterzumachen, der als erster mit seinem deutschen Team in der Vorrunde rausgeflogen ist. Wie gesagt, nicht, weil ich denke, dass Löw inkompetent ist. Ich weiß, dass es viele gibt, die ihn nicht mögen, aber das ist ja egal. Darf jeder seine Meinung haben. Ich denke halt nicht, dass er inkompetent ist, aber das Problem ist halt, wie gesagt, wir haben ja gerade drüber geredet, diese mentale Komponente, die ist halt einfach vorhanden. So. Und genauso wie jetzt die Tatsache, dass wir Weltmeister sind, sind wir ja immer noch, genau die Tatsache, dass wir Weltmeister sind, die Spieler so stark beeinflusst hat, dass sie deutlich schlechter gespielt haben. Genauso wird meiner Meinung nach halt auch die Tatsache, dass Löw der Trainer zu der Zeit war, die Mannschaft beeinflussen, die jetzt kommt. Also logischerweise werden natürlich alle Spieler rausgeschmissen oder sowas. Aber gerade wenn man noch in den alten Strukturen dann ist, mit den alten Spielern, mit dem alten Trainer, glaube ich, das ist nicht gut. Also ich weiß nicht, ich glaube, wenn Löw geht, funktioniert es nur, indem er selber zurücktritt, weil die Verantwortlichen, die haben ja erst verlängert mit ihm bis 2022, die haben jetzt auch wieder gesagt, dass sie ihm eine Jobgarantie geben und dass sie der Meinung sind, dass sie den Umbruch mit ihm schaffen. Die müssten es eigentlich besser wissen als ich, weil ich stecke nicht im Fußballgeschäft drin, ich bin viel weiter weg vom Geschehen. Aber das ist meine persönliche Meinung. Ich glaube, es macht keinen Sinn, mit Löw weiter zu spielen. Ich denke, man müsste jetzt einen neuen Trainer holen. Schauen wir mal. Ich bin gespannt, falls es so kommt, wo Löw dann hingeht. Ich könnte mir vorstellen, dass er zu einer anderen Nationalmannschaft geht. Am ehesten halt zu England, könnte ich mir ihn gut vorstellen. Einfach weil ich auch noch versprachen kann. Also ich denke, bei der Nationalmannschaft ist nochmal wichtiger, dass man einfach die Landessprache kann. Und ich denke, abgesehen von Englisch wird er wahrscheinlich nicht relevant sein. Ich bin mir auch nicht sicher, ob er nicht noch irgendwas anderes gut kann. Ich denke, das war's zu Deutschland. Ich glaube, man sollte vielleicht den einen oder anderen Altgedienten auswechseln und nochmal ein, zwei neue Spieler in die Mannschaft werfen. Ich weiß nicht. Ich will da aber auch jetzt eigentlich nicht urteilen. Wie gesagt, da gibt es zwar ein paar Namen in meinem Kopf, die ich es nennen könnte, aber eigentlich will ich darüber urteilen. Das ist ein bisschen unfair den Spielern gegenüber. Und das müssen dann die Verantwortlichen selber entscheiden. So wie zu Deutschland, wie gesagt, ich freue mich immer noch über die WM. Ich werde jetzt mitfiebern für die anderen Dogs und vor allem für Kroatien. Aber da liegen noch irgendwelche leckeren Krümel rum von gestern. Was wollte ich sagen? Aber wie gesagt, ich hoffe, also die Wahrscheinlichkeit ist natürlich groß, dass wieder eine der großen Mannschaften gewinnt. Ich denke, Steigerungspotenzial hat vor allem noch Frankreich, Spanien, Portugal, also die von den Favoriten oder von den guten Mannschaften, wie auch immer, sehe ich die drei eigentlich am ehesten noch mit einer Chance auf den Titel. Also Frankreich, was hab ich gesagt? Frankreich, Spanien, Portugal, ja, die drei. Oh, England vergessen, sorry, England. Frankreich, Spanien, Portugal, England. Wie gesagt, ich will, dass keine von diesen Mannschaften gewinnt, aber das sind die Mannschaften von den Guten, wo ich denke, dass die noch am ehesten eine Chance auf eine Steigerung haben, wobei England hat ja schon ganz gut gespielt. Brasilien, Argentinien rechne ich eigentlich keine Chance aus, Uruguay ist für mich kein Favorit und auch keine wirklich gute Mannschaft. Und von daher, ja, aber es gibt ja noch genügend Ausländermannschaften, Kroatien, Belgien sehr stark und da hoffe ich, dass die irgendwas reißen. Kommen wir jetzt mal zu den restlichen Spielen und zwar über das Spiel Südkorea-Deutschland habe ich gar nicht großartig geredet, aber den muss man auch nicht. Südkorea, also ich würde schon sagen, es war ein recht ausgeglichenes Spiel. Vielleicht wären Unentschieden verdient gewesen über die 90 Minuten, aber es spielt halt keine Rolle, ne? Also
Vielleicht gab es auch leichte Vorteile für Deutschland. Vielleicht wäre es auch gar nicht so schlimm gewesen oder so unverdient gewesen, wenn Deutschland 1-0 gewinnt. Aber im Großen und Ganzen muss man einfach sagen, wir sind verdient ausgeschieden. Deswegen mühselig darüber zu spekulieren. Die Statistik ist zwar auch klar für Deutschland, aber echt auch darüber wollen wir nicht reden. Scheiß drauf. So, dass Mexiko gegen Schweden nicht gewinnt, das war der eigentliche Fauxpas. So, Mexiko gegen Schweden, ja, dass Schweden da 3-0 gewinnt, keine Ahnung, wie sie das geschafft haben. Also eigentlich, ne, Quervergleich. Mexiko gewinnt gegen uns. Schweden gewinnt 3-0 gegen Mexiko und wir gewinnen gegen Schweden. Das bedeutet automatisch, dass wir besser sind als Mexiko. Weil 3-0 haben wir ja, ne? Wir haben ja Schweden, ne? Also die gewinnen 3-0 gegen Mexiko. Also sind wir besser als Mexiko. Mexiko hat uns besiegt, also sind wir besser als uns selber. Und Schweden haben wir auch besiegt, also sind wir besser als Schweden. Nur Südkorea hat uns glücklich besiegt. Also eigentlich müssten wir Erster sein in der Gruppe. Verdammt. Egal, Mexiko gegen Schweden 3-0 war auch verdient, ich habe Spiel nicht gesehen, egal. Schweiz, Costa Rica, Serbien, Brasilien war es parallel, waren die Parallelspiele abends. Ich muss zugeben, auch da habe ich nicht wirklich viel mitbekommen. Schweiz, Costa Rica 2-2 habe ich gar nicht mitbekommen, dass die so, dass da 4 Tore gefallen sind. Schweiz und Brasilien dementsprechend weiter. Ich weiß nicht, ob es verdient war. Wie gesagt, ich habe weder Zusammenfassungen gesehen oder so, also. Aber nach Statistik war es wohl ein verdientes Unentschieden und Brasilien, Serbien. Serbien hatte die Chance, oh mein Gott, die hatten die Chance zum 1-1 und alles. Also da waren Möglichkeiten da, dass Erbin hier Brasilien besiegt, aber sie haben ihre Chancen nicht genutzt. Und da muss man leider sagen, unterm Strich hat Brasilien auch verdient gewonnen. Was soll's? Es war übrigens auch ein schlechter Tag, was das Tippen anging. Ich habe nur 2 Punkte gemacht, bin jetzt Vierter und mir fehlen 9 Punkte auf dem Ersten. Also langsam wird's eklig. Das heißt, heute muss ich wieder ziehen. Mal gucken. Wer spielt denn heute? Ich bin ein bisschen müde, ich weiß gar nicht warum. Ich habe eigentlich ganz gut geschlafen, hatte ich gedacht. Und eigentlich auch lange genug. Egal, was haben wir? Senegal, Kolumbien. Oh, interessantes Spiel. Ich denke, da gewinnt auf jeden Fall Kolumbien. Aber ist auf jeden Fall ein Spiel, wo auch Senegal gewinnen könnte oder das Unentschieden fällt. Aber ich bin ja auf jeden Fall der Meinung, dass Kolumbien gewinnt. Japan gegen Polen. Wie gesagt, ich bin auf jeden Fall für Japan. Ich glaube, Japan ist schon sicher raus. Oder ich guck mal kurz die Konstellation an. Ja, bei Japan gegen Senegal. Ah, nee, was? Hä? Krass, die Gruppe hatte ich ganz anders auf dem Schirm. Ich dachte, dass Senegal und Kolumbien um den ersten und zweiten Platz spielen und Japan und Polen raus sind. Aber es ist gar nicht der Fall. Japan kann weiterkommen. Japan kann weiterkommen. Wie geil ist das denn? Und die spielen gegen Polen. Die spielen gegen Polen. Wie geil ist das denn? Das heißt, Japan kann wirklich ins Achtelfinale kommen. Richtig geil. Da freue ich mich ja, weil ich halt Japan sehr mag. Das ist ja geil. Das ist ja mal richtig geil. Nice. Ja, Japan ist momentan Erster mit 4 Punkten. Dann kommt Senegal mit 4 Punkten, dann Kolumbien 3. Das heißt, im Senegal gegen Kolumbien Spiel, wenn Kolumbien gewinnt, sind sie sicher weiter. Wenn Senegal gewinnt, sind die sicher weiter. Wenn unentschieden spielt, ist Senegal sicher weiter. Ja, und Kolumbien ist nur weiter, wenn Polen gegen Japan irgendwie gewinnt und naja. Und Japan braucht einfach nur ein Unentschieden, um sicher weiter zu sein. Und ein Sieg, dann sind sie sicher Erster. Naja, ganz sicher noch nicht, aber relativ sicher. Krass, das ist ja mal geil. Okay, dann ist es doch ziemlich spannend. Dann bin ich mir gerade nicht mehr so sicher, ob Kolumbien wirklich gewinnt. Also ich denke, Japan gegen Polen, da gewinnt Japan oder die Huns mindestens sind unentschieden gegen Polen. Polen war echt super schwach. Die haben auch keine Chance mehr auf Weiterkommen. Ja, dann ich sag da noch was dazu, wenn wir in die Tipps reingucken. England gegen Belgien. Oh, das ist natürlich ein geiles Spiel. Super spannendes Spiel. Hier geht es um Platz 1 und 2 in der Gruppe. Ich weiß gar nicht, für welche Mannschaft ich in dem Spiel bin. Also ich bin halt, ich weiß auch nicht so richtig. England ist eigentlich nicht so mein Fall. Es ist einfach so die alte Rivalität England-Deutschland, glaube ich, im Fußball. Und Belgien ist halt auch nicht so mein Fall, weil ich will, dass die immer diese Running Game bleiben mit ihrem Geheimfavoriten-Ding. Scheiße, Mann. Aber das ist halt nur so oberflächlich, ne? Eigentlich vom Prinzip habe ich gar nichts gegen die Mannschaften. Ich finde halt auch, dass England gerade einen geilen Fußball spielt. Das mag ich auch immer. Belgien spielt auch einen geilen Fußball. Also, boah, ich weiß nicht. Also man sucht sich ja immer so einen eigenen Favoriten aus im Spiel. Also es ist eigentlich fast unmöglich, als Fußballfan zu sagen, ich gucke mir einfach nur das Spiel an und mir ist egal, wer gewinnt oder ich habe keinen Favoriten. Das gibt's eigentlich fast gar nicht, finde ich. Man hat eigentlich immer, spätestens wenn das Spiel anfängt, merkt man es eigentlich, weil man dann merkt, von wem man mehr mitfiebert. Also
Wenn man jetzt sagt, ich weiß nicht, ob ich für England und Belgien bin, dann merkt man es eigentlich immer daran, wenn zum Beispiel am Anfang Belgien eine Chance hat, dann merkt man, ob man hofft, dass die jetzt ein Tor machen oder halt hofft, dass sie nicht, kein Tor machen und für England genauso. Und wenn man halt merkt, okay, man hofft, dass England ein Tor macht, dann weiß man, okay, man ist mehr für England. Ich glaube, ich bin mehr für Belgien. Ich glaube, ich mag dann Belgien doch mehr als England. Das ist echt schwer. Oder bin ich doch für England? Ich weiß auch nicht so richtig. Oh. Ich denke, ich muss es echt daran festmachen, wie ich dann im Spiel mich gehen lasse. Also in welche Richtung ich dann mich entscheide. Ich glaube, das kann ich jetzt einfach nicht festmachen. Und Panama, Tunesien, da geht es einfach nur darum, wer. Die haben beide 0 Punkte. Es geht einfach nur darum, wer verdammt nochmal einen Punkt macht. Also mindestens einer muss ja einen Punkt machen oder machen beide einen Punkt. Wenn sie unentschieden spielen, dann kriegt jeder einen Punkt. Wenn einer gewinnt, mit einer 3 Punkte. Das Spiel ist mir bums egal. Ich denke, Tunesien gewinnt. 1-0 oder so, keine Ahnung. So, meine Tipps. Oh, ich bin irgendwie richtig kaputt und müde. Ich glaube, ich habe richtig scheiße geschlafen und habe einfach gar nicht gerafft. Das ist auch ein bisschen Rückenweh. Ja, ich glaube, ich habe richtig schlecht geschlafen und habe einfach gar nicht gemerkt. Japan gegen Polen. Ich habe ein 1-0 drin stehen. Lasse ich auch drin. Ich möchte, dass Japan gewinnt und ich glaube, hier ist alles möglich. Unentschieden, Sieg für Polen, Sieg für Japan. Ich lasse 1-0 Japan. Senegal, Kolumbien, da habe ich auf Kolumbien getippt. Eigentlich würde ich lieber haben, dass Senegal gewinnt, wenn ich ehrlich bin. Und die haben ja auch Chancen, ne? Ich muss kurz überlegen. Kolumbien hat eigentlich ganz gut gespielt, aber Senegal war auch nicht schlecht. Ein Spiel gewonnen, ein Spiel unentschieden gespielt. Ich glaube, die Kolumbianer kommen mit dem körperlichen Spiel von Senegal nicht zurecht. Ich tippe um auf Senegal. Außerdem muss ich jetzt auch mal wieder an den. Ich brauche ein paar Punkte, die andere Spieler nicht machen in meiner Gruppe. Ich habe 9 Punkte Rückstand auf dem ersten. Das heißt, ist auch ein kleiner Risikotipp für die Gruppe, muss man sagen. Und ich denke, Japan Polen 1-0 auch. Also, es könnte ein richtig geiler Tag werden. Mir reicht schon, wenn Japan und Senegal gewinnt. Wie ist mir egal. Das wäre schon mal. Ich glaube, da könnte ich schon viele Punkte machen, weil ich denke, ich werde auch einige auf Polen und auf Kolumbien tippen. Deswegen wäre das schon mal nicht schlecht für meine Tipprunde. England gegen Belgien, da habe ich 1-2 für Belgien drin stehen. England ist jetzt leicht favorisiert in den Quoten, sehe ich gerade. Ich glaube halt einfach, dass Belgien. Aber England ist echt abschlussstark mit Harry Kane. Ah, Belgien auch, Belgien auch. Ich glaube, Belgien hat insgesamt das bessere Team. Ich lasse es auf Belgien, dieses 2-1. Wahrscheinlich wird es noch mehr Tore geben, aber ich lasse dieses 2-1. Panama, Tunesien habe ich 1-1 getippt. Ich glaube, das ist echt ein Spiel, wo man 0-0 tippen kann, oder? Soll ich es 0-0 tippen? Ja, meistens fällt immer irgendwie einer rein, ne? Naja, ich glaube, Tunesien gewinnt hier. Ich speichere mir mal ein 1-0 für Tunesien ein. So, das soll es dann schon gewesen sein, oder? Ja. Ach, eigentlich wollte ich heute mein Deutschland-Trikot wieder anziehen, weil ich sagen wollte, dass ich immer noch Deutschland mag als Fußballmeister. Sorry, die Zeit schon noch gegeben am Ende des Videos. Ich mag Deutschland immer noch als Fußballmannschaft und finde es dumm, wenn man jetzt einfach sagt, alles ist scheiße, das stimmt ja nicht. Ich bin echt gespannt, wie gesagt, wie es mit Löw weitergeht. Schauen wir mal und wir sehen uns dann. Ich hoffe mal, dass ich heute Abend, heute Nacht Lust drauf habe, ein Video zu machen. Nicht so faul bin wie gestern. Ansonsten sehen wir uns dann beim nächsten Video, ne, meine Freunde. Ach, so gefällt mir das Licht, muss ich sagen. So gefällt mir das Licht. Das sieht nicht ganz so beschissen aus. Macht's gut.